Moin, moin, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der HSV tritt wieder mal am Freitagabend an, und zwar um 20:30 Uhr beim Sportclub aus Freiburg. Uns begleiten nach Freiburg 2500 Gästefans, womit das Gästekontingent auch übererfüllt ist. Und ich begrüße unseren Cheftrainer Markus Gisdol bei mir und bitte um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen, dann reichen wir das Mikro. So schön. Okay. Kai Schiller macht den Anfang vom Hamburger Abendblatt. Ganz harmlos wäre ein Blick über die Personallage ganz hilfreich. Können Sie vielleicht konkret einzelne abfragen, die ihr wissen möchtet? Das müssten Sie besser wissen als wir. Wer angeschlagen ist gestern, waren Papa kam später, Salihovic war gar nicht da. Wood hat gelaufen. Da war aber noch einer, der laufen Jatta war. hat noch gefehlt. Jatta war laufen. Ja, gut, Eckler ist klar. Okay, jetzt wird es wieder schwer, alle nacheinander. Okay, Ja, aber Sie ich selbst versuch's mal, ich einmanövrieren. versuch's mal, ich versuch's, okay? Ja, bei Albin schauen wir Tag für Tag. Kommt jetzt einfach aus dieser Verletzung zurück und wollen wir Tag für Tag schauen, wie weit dann ein Einsatz in den Spielen dann auch schon Sinn macht. Möchte es nicht ausschließen für Freitag, aber würde es heute für Situation 50-50 mal einschätzen. Bakka war krank, der wird jetzt heute normalerweise wieder am Training teilnehmen. André Hahn war gestern schon wieder im Training nach überstandener Magen-Darm-Geschichte. Salih ist mit gleicher Geschichte, also Magen-Darm, gestern nicht im Training gewesen. Da schauen wir auch, wie das sich entwickelt. Und wen haben wir noch? Wie? Bobby hatte in der einen Situation im Spiel sich so das Sprunggelenk ein bisschen verdreht gehabt, hat da ein bisschen Probleme gehabt, sah aber gestern beim Lauf, beim individuellen Training eigentlich schon ganz gut aus, sodass ich davon ausgehe, dass er heute normales Training durchziehen kann. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Herr Gisdol, haben Sie ein gutes Gefühl, dass der HSV das Heimgesicht auch mal auswärts zeigen kann? Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen immer viel vor den Auswärtsspielen gesprochen, und ich glaube, dieses Mal ist es tatsächlich auch mal gut, weniger zu reden, sondern einfach abzuliefern, was so eine Partie dann auch angeht. Und das muss das Ziel und die Maßgabe sein für die Partie. Kai Schiller nochmal vom Abendblatt. Bisschen reden können Sie ja vielleicht trotzdem über Philipp Kostic, wo ich der Meinung war, dass der jetzt nach seiner doch schweren Verletzung eine extrem gute Entwicklung gemacht hat. Vielleicht können Sie ein paar Worte über ihn verlieren. Tatsächlich so, dass Philipp nach seiner Verletzung Stück für Stück, Spiel für Spiel sich reingearbeitet hat in die Saison und momentan in einer guten Verfassung ist, vielleicht sogar in einer sehr guten. Und das hat man im letzten Spiel auch gesehen und auch schon in den Spielen davor. Ich denke an die Partie gegen Stuttgart. Und auch sonst wissen wir seine Qualitäten zu schätzen. Und es zeigt sich einfach immer wieder, wenn Spieler länger verletzt sind, brauchen sie halt auch eine gewisse Zeit, bis sie wieder auf ihrem Top-Level sind. Und Philipp hat uns in der Zeit, in der er verletzt war, sehr gefehlt. Und jetzt sind wir umso mehr froh, dass er dieses Niveau gerade hat und hoffentlich bis zum Winter auch so halten kann. Bis zur Winterpause dann. Thorsten Vorbau nochmal. Ich würde gerne wissen, was Sie für ein Spiel in Freiburg erwarten. In Freiburg ist immer ein hart umkämpfter Gegner. Freiburg ist immer zu Hause natürlich besondere Macht oder Energie auch in diesem Stadion. Haben Sie auch Ihre Punkte so gemacht, mit einer entsprechend emotionalen und aggressiven Spielweise auch. Deswegen, es wird sicher ein intensives Spiel werden. Mal schauen, wer sich da zum Schluss durchsetzt, aber ich glaube, das ist ein sehr offenes Spiel. Kai Schiller. Jens Todt ist ja gerade in Argentinien auf Scouting-Tour. Haben Sie ihm irgendwelche Wünsche mitgegeben auf die Reise? Nein, wir sprechen uns natürlich immer ab, welche Positionen wir uns insgesamt im Auge behalten müssen.
Das ist klar, so eine Liste gibt es immer, gibt es bei jedem Bundesligisten. Und es hat sich jetzt für Jens angeboten, dort mal hinzugehen und sich da ein paar Sachen vor Ort anzuschauen. Und deswegen hat er jetzt die Zeit da genutzt. Aber es gibt keine speziellen Wünsche. Thorsten Vorbahnung? Die Doppelspitze, Wood Up, ist das auch was für auswärts? Ja, es kann sowohl auswärts als auch zu Hause interessant sein. Es kommt immer darauf an, was wir vorhaben, wie wir spielen wollen auch. Ich fand es auf jeden Fall jetzt mal eine Option, eine weitere Option, die uns gut tut, dass wir die haben, dass es so auch funktioniert. Genauso wie in dem Spiel wichtig war, dass, was wir in den Wochen davor uns auch erarbeitet haben, diese Umstellung von Vierer- auf Dreierkette auch in dem Spiel zu vollziehen und innerhalb von wenigen Momenten dann eine funktionierende Mannschaft in einer anderen Grundordnung auf dem Platz zu haben. An den Themen haben wir viel und lange gearbeitet und es war jetzt in dem Spiel auch nochmal extrem wichtig, dass es dann so funktioniert hat. Und es ist gleich wie so eine Doppelspitze oder so eine Besetzung vorne drin, dass uns diese taktische Varianten natürlich dann auch gut tun. Lars Pegelow, NDR 90,3. Herr Gisdol, es ist ja das Duell 16. gegen 15. Können Sie sich vorstellen, dass das im Stadion auch mit von der Stimmung her an so einem Freitagabend dann auch schon so etwas hat wie Abstiegskampfcharakter? Nein, ich glaube nicht, dass es in der Form zu einem Zeitpunkt, ich glaube 14. Spieltag haben wir jetzt, irgendwie solche besondere Charaktere sich entstehen in so einem Spiel. Aber es ist immer eine besondere Stimmung in Freiburg, das ist sicher klar. Und da muss man schon auch gut dagegen halten können. Die Tabellensituation spielt dafür aber momentan keine Rolle. Mats Nicholson, NDR 2. Herr Gisdol, was macht Sie denn optimistisch, dass die Mannschaft nach dem Erfolgserlebnis letzte Woche, nach diesem wichtigen Erfolgserlebnis eben nicht einen Millimeter auch nur nachlässt, so wie Sie das gerne sehen wollen? Welche Eindrücke und Signale haben Sie da in dieser Trainingswoche gesehen und bekommen? Ich habe es vorher ja schon gesagt, ich glaube, ich habe es gehört. Ja. Nicht so viel reden, das gilt nicht nur für mich, was dieses Spiel angeht, sondern es gilt auch für unsere Mannschaft, für unsere einzelnen Spieler. Nicht so viel reden, was wir dort machen wollen, sondern machen. Das ist das Entscheidende. Simon Brasch von der Mopo. Herr Gisdol, Sie haben jetzt zweimal die besondere Stimmung und diese emotionale Stimmung in Freiburg beschrieben. Hängt es auch damit zusammen, dass die Freiburger Bank immer so ein bisschen dafür sorgt, dass es hoch hergeht? Oder war das nicht gemeint? Nein, das war nicht gemeint, weil das sind wir gleich gut. Also da sorgen wir auch schon immer für die entsprechende Dinge, aber das gehört ja auch dazu. Also das werfe ich weder einem Trainer oder einer Mannschaft oder einer Bank vor, weil ich finde, diese Dinge sind genau das, was oberstes Spitzenniveau im Sport ausmacht, dass alle mitfiebern. Und wenn da einer da draußen sitzen würde und würde das alles über sich ergehen lassen oder eine Bank nicht mitfiebert, ich glaube, dann fehlt was. Ja, das gehört dazu, das muss natürlich alles immer im Rahmen bleiben, aber Christian bewegt sich da genauso wie ich, oftmals im Grenzbereich, ist aber, glaube ich, bisher alles noch ohne Verletzungen abgegangen. Dann ist alles beantwortet. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz. Danke.